Entschuldigung. Mist. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom alten Huster. Nein, vom Just Cause 3 mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Ich habe beschlossen, ich kümmere mich jetzt erstmal um dieses Dörfchen hier. Örtchen. Fall! Jawohl. Wo ist das nächste Propagandaplakat? Ach, hier sind so eine Dinge. Feindaktivität. Alle Einheiten hierher. Nur prophylaktisch. So, weiter gucken, weiter gucken. Immer in Bewegung bleiben. Hier scheint ja jetzt alles fertig zu sein. Was fehlt mir denn noch? Lautsprecher, Propagandawelle. Ah, warte mal, das ist ein Runter hier, ne? Oh, nun mach doch mal. Da war der Captain drin. Aha. Ach, da. Wo ist denn der Propaganda-Van? Ein Propagandaplakat nur noch. Na, das machen wir aber von oben, wenn wir das finden. Jetzt habe ich es noch nicht gesehen. Es sieht schön aus. Ein Mohn-Dingen. Eine Mohnplantage. Ah, da hinten. Ist es das? Nee, das ist eine Mauer. Hier war ja auch eins. Wo ist das Propagandaplakat? Die Dinger sieht man hier nicht. Da oben nicht. Das muss hier irgendwo sein. Wo bist du? Zeige dich. Ah. Ah. So. Jetzt mache ich mal was ganz anderes. Ich stelle das Ding nicht mehr auf die Straße. Ah ja, ist jetzt auch egal. Komm runter. Nee, ich mach's noch besser. Ich stell's hier rein. Verstanden. Verstärkung ist unterwegs. Dich wird niemand vermissen. Wie ist euer Status? Bitte kommen! Verdammt! Ihr stirbt! Alle! Waffen? Da hinten ist das Ding. Ja, findet ihr? Das tut mir aber leid, dass ich so schnell vor euch bin. Hier ist noch was zu hacken. Wo ist denn das mit dem Hacken? Das habe ich doch gesehen.
So, nachgeladen habe ich. Das könnte Ärger. Oh, ich habe gleich keine Muni mehr. So, haben wir. Hier auf der Rückseite ist was zum Hacken. Würde ich sagen, hier hinten. Oh, hier ist ja was los. Schnell, 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 schnell um die Ecke. Ist nachgeladen. Hier machen wir auch noch auf. Wird aber eine Reichweite. Schnell, 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 schnell. Das wird knapp. Ich habe da einen kommen sehen. Da ist er. Nee, da ist er nicht. Der ist wieder weg. Ja, ist ja gut. Aua, au, 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 au. So, den hier auch noch aufmachen. So, die haben wir denn auch. It's showtime. So, was müssen wir jetzt noch machen? Flagge hissen. Wir brauchen mehr Leute! Attackiere Zielperson. Alle Einheiten hierher. Flagge hissen. Flagge hissen. Da hinten. Seht mal da oben. Schnell, schnell, geh doch aus dem Weg! Idiot! Ich wollte euch doch bloß befreien. Via Campania Tour. Lantunia Sprint. So, jetzt könnten wir mal ein bisschen Zeug brauchen. Überläufer. Wartet mal, Rebellenabwurf. Gibt es hier eigentlich was Neues? Helikopter? Nein. Waffen. Die Predator. Miss Fortune. Sturmgewehr. UPM, die ist gar nicht mal so verkehrt. Ja, die wollen wir haben. Was gibt's hier noch? Nö, da brauche ich nichts. Ich mag das, wenn so ein Container von oben kommt. So, wartet mal, F. Da kommt tatsächlich so ein ganzer Container. Zu können, dass die Ravellos Männer von Rico und seinen Rebellen aus Lantuina vertrieben wurden. Also raus mit euch! Schreibt Pace an die erstbeste Wand. Viel Spaß dabei! Ich wollte schon sagen, kann ich die nicht nehmen? Mission starten, Überläufer. So. Oh. Guter Mann, danke. Und ich war nicht mal auf der Tanzschule, ob Sie es glauben oder nicht, hä? Und jetzt passen Sie auf. Was macht Mario denn da? Guck mal, was da hinten los ist. Gut, was? Also dein Hüftschwung ist noch ausbaufähig. Hier stehen viele Militärfahrzeuge rum. Ich glaube, ich leih mir eins aus. Bereit? Du willst, dass ich mitkomme? Wir wären nicht Frigo und etc. ohne Mario Frigo. Ja. Ah, gut, klauen wir ein Militärfahrzeug. Vielleicht ja ein gepanzertes, aber keinen Jet oder Helikopter. Mir ist doch ganz schummrig von meinem Hüftschwung. Hey, und kein Panzer. Ich habe ein bisschen Platzangst. Tch,
Ich nehme aber gern Panzer. Warum kein Panzer? Bist du nicht vor der Nacht der Feuerrennen gefahren, Rico? Hoffentlich bist du nicht eingerostet. Mal sehen, was du drauf hast. Wie mache ich denn das jetzt? Ach so. Ah, der Schlitten gefällt mir. Er ist zwar nicht gepanzert, aber die Kunstledersitze sind saubequem. Oh. Auf was ich mich hier wieder... Ah. Plan, die Seiten zu wechseln, wurde aufgedeckt. Ich brauche Personenschutz. Sende jetzt meine Position. Dima sagt, der Typ ist wichtig. Lassen wir ihn nicht sterben. Weißt du, warum er überlaufen will? Niemand arbeitet gern für die Ravello. Außerdem hat ihm Dima 5 amerikanische Dollar versprochen. Oh Gott! Millionen? Sag ich doch, 5 Millionen! Nee, hast du nicht gesagt. Du hast 5 Dollar gesagt. Beeil dich, Rico! Oh, da oben läuft eine Zeit ab, das sehe ich jetzt erst. Scheiße, scheiße, scheiße. Ach, Mann! Wir müssen uns beeilen, Rico, der Wissenschaftler steckt in Schwierigkeiten. Na, ich hab wieder... Ich drücke mal auf Space zum Bremsen. Ich kann da auch nichts für... Da hätte ich jetzt drauf achten sollen. Das habe ich gar nicht gesehen mit der Zeit. Das ist so drinne. Bloß Space ist auch springen. Kann das nicht irgendwie anders lösen können? Sind wir beide drin? Ja. Hey! Ah, der Schlitten gefällt mir. Er ist zwar nicht gepanzert, aber die Kunstledersitze sind saubequem. Mann, das ist doch zum Kotzen. Was hat das Auto für eine Straßenlage? Wurde aufgedeckt. Ich brauche Personenschutz. Wir beeilen uns ja. Meine Position. Dima sagt, der Typ ist wichtig. Lassen wir ihn nicht sterben. Weißt du, warum er überlaufen will? Niemand arbeitet gern für die Ravello. Außerdem hat ihm Dima 5 amerikanische Dollar versprochen. 5 Millionen? Sag ich doch, 5 Millionen! Ich fahr euch alle zu Brei! Bis jetzt? Das gehört ins Museum. Ach so, das ist das mit den Gräbern. Ich bin Dr. Sino Antilicara aus der Ravellos Bavarium Abteilung. Wo finde ich den bewaffneten Widerstand? Ich habe vor, überzulaufen. Sind Sie mein Begleitschutz? Sein Begleitschutz? Ich bin Rico Rodriguez. Das ist Mario Frigo. Bondi. Mario, hol den Wagen. Sino, können Sie einen Helikopter fliegen? Ja, wenn es sein muss. Dann können die auf 2 Ziele schießen. Ziele? Entschuldigung für das Geschmatze, das ist mein Hustenbönger. Was soll ich denn jetzt machen? Meine Kollegin Dima hat versprochen, sie würde meine Flucht in die USA arrangieren. Kann ich nicht. Ein Haus in Alleinlage und... Oh Mann, warum kann ich nicht? Wie damit? Sie werden nicht sterben.
Ich wollte hier rein. Oh. Okay, Doc, Sie sind also Wissenschaftler. Mann, was ist das denn hier? Bavarium. Keine Chance. Keine Chance. Nur um Waffen. Er hat mich gefoltert und einige meiner Kollegen getötet. Also, muss ich. Wer schießt denn da? Cool, Doc. Folgen Sie uns. Wir schaffen Sie hier. Ach, hier. Komm mal nichts weg. Lange hält mein Helikopter das nicht mehr aus. Beeil dich, Rico. Ich kann auch nichts machen. Was ist denn das hier? Das ist eine Flak. Zeno, fliegen Sie nicht zu nahe ran, bis ich Sie erledigt habe. Rico, halt sie mir vom Leib! Die Kiste fliegt gleich auseinander! Schwing die Hufe! Die Verstärkung ist nicht mehr weit weg! Ach, da muss ich hin. Schaffe ich nicht. Schaffe ich nicht. Schaffe ich. Alles klar. Aber halten Sie nach weiteren Stellungen Ausschau. Was soll das werden, Rico? Oh, 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 oh. Wir werden das nicht schaffen. Keine Sorge, Doc. Ich arbeite daran. Und Rico ist auch hier. Nee. Die werden mich töten. Hey, wir haben schon Schlimmeres erlebt. Oh, das ist doch zum Kotzen. Das ist ja sehr beruhigend. Mann, ich hab diese Scheiße da anvisiert. Oh, das geht auch. Jetzt kann ich hier nicht. Gib Gas. Geh doch rauf. So, jetzt. Vorsicht. Noch eine Flak. Schwing die Hufe. Ich bin hier schon dabei. Oh, 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 oh. Schnell! Ah, Mann. Ich glaube, wenn wir hacken, haben wir Ruhe. Alles klar. Der Hubschrauber. Oh, scheiße, scheiße. Wo, 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 wo? Oh, scheiße. Tut mir leid. Ich hoffe, das ist nicht mehr weit. Der Hubschrauber macht es nicht mehr lange. Die Waffe ist scheiße. Schon wieder! Und dann wirst du einen Kilometer weggeschleudert. Das war's. Der Professor ist tot. Verdammt! Das ist die falsche Waffe. Das hätte ich mal wissen sollen. Dass das so ein Ding ist. Naja gut, die Präzision halt, ne? Was sagt die Zeit? Naja, okay. Ladebildschirm, Ladebildschirm. Vor allen Dingen, der fährt dann auch einfach los. Du bist der Größte, Rico. Der ist ja jetzt schon an... Ach, der hat gespeichert hier.
Handgranate macht gar keinen Sinn. Hier! Drei! Schnell! Zwei! Sie sind mir ja eine schöne Eskorte! Mein Helikopter fällt gleich aus der Landung! Wir sind hier! Hilf uns, den Rest von die Ravellos Truppen zu erledigen! Wo ist die drei da? Jetzt aber. Aber man trifft es sie schon nicht schlecht. Ein Schuss und die sind weg. Okay, gerade so geschafft. Gerade so geschafft. Oh, mit einer Kamera. Der kann aber gut fliegen. Saubere Landung, so dicht an der Mauer. Wir wurden gewisse Versprechungen gemacht. Mir wurde Geld zugesagt. Und Land. Wir können Sie zu General Di Ravello zurückbringen, wenn Sie wollen. Dima, du Miststück. Du hast mich reingelegt. Naja, so ist das hier immer. War nicht so toll, aber naja, egal. Ich hab's geschafft, gerade so. Ah, warum häng ich so runter? Ich habe über die Daten von dem Scanner und die Informationen von Sino nachgedacht. Jetzt gucke ich erstmal auf die Karte. Ist denn hier unten noch? Hier sind so eine Dinger gar nicht, ne? Hier sind Motorradgeschichten. Warum werden die denn nicht immer angezeigt? Ich hätte jetzt erwartet, naja. Das Bavarium könnte nicht nur für Medici verheerend sein. Wir müssen uns treffen. Jetzt! Offenbar hat die Ravello eine Bavarium-Rakete entwickelt. Hoffentlich funktionieren die Codes von Sino noch. Er hatte einige interessante Bezeichnungen für dich. Nicht sehr sympathisch von ihm. Wir treffen uns an der Basis, Dima. Okay. Aber wir treffen uns in der nächsten Folge. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!